Drücke die Befehlsmenü-Taste, um deinen eigenen Status zu prüfen. Ja. Du kannst auch Geld für die Heilung bezahlen, indem du die Uhr benutzt. Ah ja, das war ja noch so eine Neuerung, die Uhr. Ja, das ist unser Teleporter, den brauchen wir aber jetzt noch nicht. Das ist Mitsurus Motorrad, mega geil, die Frau hat ein Motorrad. Und das ist der Eingang, na dann, let's go, people! Bist du bereit? Bereit! Viel Glück. Weil jetzt kommen wir endlich ein bisschen in den 3D-Bereich. Im Tartarus. So, this is it, huh? I hope I don't get lost. Can you all hear me? Ja. Whoa, is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Wait, you mean you can see inside here? It's my persona's ability. I'd like to join you, but the structure of Tartarus changes from day to day. That's why outside support is imperative. Well, that makes me feel a whole lot better. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any minute. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. Practice makes perfect. Right! Got it. Why is she always like that? Lässt das gerade, obwohl du weißt, sie kann nicht hören. Fangen wir an. Denk daran, das sind die wahren Kämpfe, die du führen wirst. Okay, schau mal, ob du alle Schatten auf dieser Ebene vernichten kannst. So sah das tatsächlich halt auch mal im Persona 3 aus. Mit dieser View. Also da haben sie nicht sehr viel geändert. Und ich finde es cool, dass du wenigstens hier drinne noch diese 3D an... ich sag mal die 3D-View hast. Pass auf, ich erkenne einen Schatten vor dir. Los, erledige ihn, bevor er dich angreift. Okay. Was war nochmal die Aktionstaste? Ach, das war die Aktionstaste. So. Ah, verdammt. Ich muss mit der Naginata erstmal wieder klarkommen. Takeba has informed me about your power. But nevertheless, you have minimal combat experience. Would you like me to explain the basics of battle? Ich werde darauf verzichten. Nein, danke. Okay. Then I want you to defeat the enemy before you. Try using both the skill and attack options. The enemy is vulnerable. Here's keep going. Chance. Let's get him. Get back here, you son of a... Roller sollte ihm auch einfach mal so schön befriedigend sein. Einfach alle drauf. Seelenschnupftabak. Snuff Soul. Da sollte eine Treppe in der Nähe sein, siehst du sie? Nur mit einer Treppe kommst du in die nächste Etage. Heute darfst du nicht höher gehen, aber bitte denk das nächste Mal daran. Jo, Treppe. Hier ist Treppe. Aber ich darf nicht nehmen, Treppe. Da ist noch ein Schatten vor dir. Es ist ein Nachteil, wenn der Gegner zuerst zuschlägt. Versuche also, deinen Gegner zuerst zu erwischen. Ja, ja, ich meine. Now's a good time for me to ask. Do you want to know more? Nein, ich möchte nicht mehr wissen. The enemy is your face. Ja, ja, ich weiß, Schwächenausnutzung so, ne? I summon you! You exploited the enemy's weakness! Attack again! Here's a chance! Let's get him! Get back here, you son of a... Heilmittel erhalten. Nach der nächsten Biegung lauert ein Schatten. Nähere dich vorsichtig, damit du nicht entdeckt wirst. Die Karte wird nützlich sein beim Erkunden, also verwende sie häufig. Ja. Were you able to exploit if you didn't already? Would you like more details? Nein, nicht nötig, danke, aber ich werde das Gelernte jetzt ansetzen. Yes, the enemy is vulnerable. Attack! I summon you!
unstoppable. Keep going. You attacked the enemy's weak point. Also nicht wirklich neu alles hier. Persona 5 hat damit schnell sein. Seriöse Karten erscheinen in deinem Geist. Jetzt wird's tricky. Alles okay, Skippy? Noch ein bisschen ausrüsten? Alles okay jetzt? Genug gesagt? Oh, ich hasse es, wenn Katzengewölle nicht richtig auskotzen können und dann so einen Husten kriegen. Io, die Persona von Yukari hat eine neue Stufe erreicht. Stufe 1 ist um. Stufe ist um. Stärke. Ach ja, alles um 1 erhöht. Hermes, die Persona von Shunpei hat eine neue Stufe erreicht. Ach ja, kleiner Hint. Persona 3 hat nicht die japanische Mythologie, sondern die griechische Mythologie. Just saying! Also, naja, gut, nicht nur griechische, aber so. Ja, wohl. Doch. Mehr griechisch. Ich glaube, nach Tartarus war das schon bewusst. Und nach Orpheus. Heilmittel. Ich spüre einen Schatten da vorne. Wie fühlst du dich? Wenn du oder andere oder ein anderes Gruppenmitglied in schlechter Verfassung sind, dann nutze Items, bevor du Gegner angreifst. Wenn du keine hast, dann bitte Takeba, dich zu heilen. Ja, ich weiß. There is a better way to you can perform. Ja, nein, danke, das muss mir nicht erklären. Ich hab das jetzt schon ein paar Mal gemacht. You exploited the enemy's weakness. You attacked the enemy's weak point. Da fällt mir was anderes ein, was ich noch machen musste. Befehle. Analyse bitte. Weil die KI ist nicht sonderlich clever, den Spiel. Deswegen alles auf direkte Befehle und dann ist alles okay. In Persona 3, also in der ursprünglichen Version, konntest du zum Beispiel keine direkten Befehle geben. Das war dann halt ganz, ganz kacke, weil KI des Todes und so. Freude für jeden. Wähle nach dem Mischen die Karten. Energie hat nach dem letzten Kampf deinen Körper durchflutet. Deine Treffer und Skillpunkte sind erhöht. Du kannst jetzt Personas bis Stufe 4. Das ist merkwürdig. Wie gewöhnlich schleichen hier mehr Schatten herum. Zumindest hast du Kampferfahrung gesammelt. Lass uns für heute ins Wohnheim zurückkehren. Irgendwo auf dieser Ebene sollte es einen Zugangspunkt geben. Nutze ihn, um zum Eingang zurückzukehren. Da wir uns nicht um Gegner kümmern müssen, können wir uns auch aufspalten und getrennt auf die Suche gehen. Sag einfach den anderen Gruppenmitgliedern, was sie tun sollen. Aber wenn sie sich zu weit entfernen, wenn ihr getrennt seid, kannst du keine Items oder Skills bei ihnen anwenden. Bitte achte darauf. Deswegen wird das so ein Ding sein, was ich nie benutze. Du bist der Anführer. Worauf wartest du? Gib den Befehl zum Aufspalten. Oh, ist ja okay. Wo war die Untermenü-Taste? War das die? Die?
Nee, das ist keine Untermenü-Taste. Das ist auch nicht, das ist nur hier Karte. Ah, okay, also X. Ja, ja, aufspalten. Es ist schön, dass sie einfach aufteilen als aufspalten nehmen, aber okay. Why not? Spread out and proceed individually. Deutsche Übersetzung hätte es best. Ich hab den Zugangspunkt gefunden. Wir bleiben hier. Okay, dann. Ja, damit ihr wisst, wie das aussieht. Und jetzt nochmal zu Junpei. Akari, lauf mir nicht ständig nach. Wo ist ein Junpei hier in der olle Sack? Und der schon wieder, der Junge. Na gut. Gut, du hast den Zugangspunkt gefunden. Kehre bitte zum Eingang zurück. Okay. Bitteschön. Heilmittel. Ihr seid zurück beim Eingang. Welcome back. So, how was it? Ganz leicht. I see. Well, if you gained confidence, that's the best thing you could have achieved. Wow. I never knew I had that kind of power. But damn, I'm beat. That's because you were bouncing around like a little kid. Yeah, you look pretty tired yourself, Yucatan. I'm still trying to catch my breath, actually. That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry, though. You'll adapt. But I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. We'll see about that. So oder so. Dank eurer vereinten Kräfte wart ihr in der Lage, euch gegen die Schatten zu behaupten. Du spürst, wie eine Bindung zwischen euch entsteht. Durch diese Bindung zu deinen Freunden wurde auch dein eigenes Herz stärker. Der Narzis. Moment. Nur Momente. Jo. Oh. Ich muss mich irgendwie richten. So. Deine Macht Personas des Arcanas nah zu erschaffen ist gestiegen. Du bist erschöpft, so wie Yukari und Junpei. Es wäre am besten, in dein Zimmer zurückzukehren, um dich auszuruhen. Nee, weiter, Frau Walter. Aber ja gut, hab keine Wahl. Die Dark Hour ist bald vorbei. Der nächste Tag beginnt, wenn du mit dem Erkunden fertig bist und ins Wohnheim zurückkehrst. Willst du ins Wohnheim zurückkehren? Kehre ins Wohnheim zurück. Du hörst mit dem Erkunden auf und kehrst in das Wohnheim zurück. Mitsuru würde mir jetzt eh nicht mehr erlauben, die Olle. Moin, ich wusste gar nicht, dass wir im selben Zug sind. Aber Alter, die letzten Tage waren echt irre. Das wird sehr anstrengend. Ich schwöre euch, dank der deutschen Übersetzung wird es sehr anstrengend für mich. Alles in Ordnung? Du bist bestimmt durcheinander, weil du neu hier bist. Alles in bester Ordnung. Wow, beeindruckend. Du bist komplett anders als Junpei. Allerdings ist mir sterbenslangweilig. Hey, kann ich irgendwie beim Kampf mitmischen? Vielleicht kann ich mich hier an Mitsuru vorbeischleichen, wenn ich mir Junpeis Hut aufsetze. Nein, vergiss es, das ist es nicht wert. The main portion of today's assembly. Next, we'll hear a word from the student council. Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo, from Class 3D. Thank you. So, she did get elected. Well, I guess she is the most popular girl in school. You can say that again. There's like some kind of aura around her. Besides, this school's owned by the Kirijo Group, right? As I begin my term as Student Council President, I'd like to share with you my vision for this coming year. It is my firm belief that each of us must accept the responsibility of bettering our school. However,
Change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. That is why we must restructure our daily lives to accommodate this lofty goal. I'd like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions. To imagine a bold new future without losing sight of the realities around you. That is the key. I'm certain that many of you have your own visions of the future. For us to reap the full benefits of our education, your participation, ideas, and enthusiasm are essential. Thank you. Dang, that was freaking amazing. Hey, did you understand what she was talking about? Ja, klar. Huh? Seriously? Man, you're smart. Im Übrigen stand da kein einziges Wort. Kein einziges Wort. Eh vergessen. Sure didn't sound like something a high schooler would say. If it was anyone else, we'd be laughing our asses off. Okay, heute befassen wir uns mit der Literatur der Meiji-Zeit. Schlagt Seite 12 in euren Büchern auf. Wisst ihr was? Ich habe diese Bücher satt. Ich habe diesen Roman schon in der letzten Klasse durchgenommen. Ich könnte stattdessen ein tolles Gedicht anbieten. Schließt die Bücher und hört mir zu. Ein graues Wölkchen hängt über dem verschneiten hohen Berggipfel. Du bist müde. Willst du die Augen kurz zumachen? Wach bleiben! Kenji, bitte nicht einschlafen da hinten! Schäm dich was, einfach so einzuschlafen, während ich mein Herzblut in den Vortrag dieses Gedichtes lege. Dafür schreibst du mir heute Abend noch ein Essay zusätzlich zu den Hausaufgaben. Und ich erwarte ein Stück Kuchen, wenn du es einreichst. Und zwar nichts von diesem Billigkram, den du letztes Mal gekauft hast. Du bist wach geblieben und hast den Vortrag verfolgt. Wie gut, wir müssen keinen Kuchen kaufen. Der Unterricht ist für heute vorbei. Darf ich jetzt? Bitte? Ich darf! Yay! Ich darf wieder Schule umher, cursen. Du bist der neue Schüler, über den alle reden, oder? Du bist in Akihiko-Senpais Wohnheim gezogen, oder? Mit dir wollte ich schon immer mal reden. Sicher. Echt? Super! Dann sei so nett und erzähl mir alles über Akihiko-Senpai. Sein Lieblingsessen, seine Freizeit, auf was für Mädchen er steht. Okay. Abnehmen nervt. Ist dir aufgefallen, dass ich jetzt anders aussehe? Ich kenne dich nicht. Ab dem 24. nehmen einige Sportteams neue Mitglieder auf. Es sind aber nur das Volleyball- und das Tennisteam. Die anderen sind schon voll. Schnupper doch mal rein, wenn du beitreten willst. Geh einfach die Treppe runter und dann rechts, dann findest du es. Okay. Es wird Volleyball. Verirrst du dich öfter in der Schule? Ja. Wo willst du hin? Das Lehrerzimmer? Geh einfach die Treppe runter und dann nach links. Mit Blick auf die Schuhfächer gehst du nach rechts, dann kommst du in den Gang der zum Lehrerzimmer führt. Angeblich kommst du mit der Untermenütaste schneller dahin. Ich habe aber keine Ahnung, wo diese Taste sein soll. Da. Einfach mal da. Nein, wir gucken uns erstmal ordentlich in der Schule um. Als du weg warst, gab es eine Wahl zum Schülerratspräsidenten. Mitsudo-Senpais Rede war so cool. Ich habe für sie gestimmt. Neben Mitsudo-Senpai sehen alle so unbedeutend aus. Oh, Mitsudo-Senpai. Okay. Sie meinte, sie hätte keine Lust mehr auf Highschool. Naja, ist ihr Leben nicht meins. Die Schule hat kaum angefangen, da ist schon eine Schülerin abgegangen. Sie hat nur noch 2 Jahre übrig. Was will sie denn ohne Highschool-Abschluss machen? Oh ja, Japan und seine Schulen. Hallo, willkommen. Items kaufen. Was hättest du denn gerne? Ich habe nur 2640 Yen. Immerhin, hier muss ich nicht um alles kämpfen. So, mal gucken, wen haben wir denn hier alles? Übrigens, das Schild zur Hauswirtschaft sieht aus, als wäre es in einer anderen Sprache geschrieben. Es ist schwer zu lesen. Es sieht nicht wie Englisch aus. Und wenn du genau hinhörst, hörst du da drinnen rätselhafte Stimmen. Ganz im Ernst, das ist eine echt mysteriöse Hauswirtschaftsklasse.
Oh, der Austauschschüler, der Französische. Was ist denn? Ich bin gerade am Telefon. Sprich später mit mir, ja? Okay. Dieser Baum wirkt irgendwie besonders. Warum er wohl da steht? Ob er an irgendwas erinnern soll? Hier wächst ein kleiner Baum. Du fragst dich, was für eine Art Baum? Ein Kaki-Baum. Der stand doch da. Der Tennisclub für die Mädchen ist hier wohl gerade. Möchtest du zuschauen? Nö. Der Volleyballclub für die Mädchen trainiert hier. Möchtest du zuschauen? Ja. Gekukan Highschool-Turnhalle. Du hast dem Volleyball-Team zugesehen. Alle haben Spaß. Mhm, aber wirklich alle. Das Schwimmteam trainiert hier wohl gerade. In dieser Schule gibt es wohl nur ein Schwimmteam für Jungs. Oh, sad. Sad Airy Noises. Ein Glück, ich kann nicht schwimmen. Meine Eltern nörgeln immer, ich soll für Prüfungen und so lernen. Die sind echt nervig. Die Unterstufe hat erst angefangen. Ich sollte Spaß haben. Sie sind gerade an etwas Geld gekommen und werden jetzt streng wegen meiner Zukunft und solchen Kram. Ah ja. Das ist also der einzige Grund, warum sie streng werden. Mhm, mhm. Das Dach. Allseits beliebt. Jedoch. Na gut. Du bist Junpei am Eingang begegnet und gehst mit ihm nach Hause. Am Haupttor gibt es einen Aufruhr. Sie besetzen Man einfach mal als Alter. I know he's the captain of the boxing team, but I mean, come on. You don't even see girls flock like that on TV. I wonder where they're going. Hey, are you guys free this afternoon? Huh? Who? Us? I guess so. I want the two of you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be at the police station. See you there. The police station? Oh ja, sehr lustig, hm? Are your friends gonna come along too? Who, these girls? I don't even know their names. They talk so much they give me a headache. Anyway, I'm gonna head out. Don't keep me waiting. Oh, why can't he be more friendly? Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. Well, guess we gotta go. Sheesh. Talk about putting a damper on a guy's afternoon. Die Polizeiwache im Polonia Einkaufszentrum. Du begibst dich mit Junpei dorthin. Habe ich hier noch ein paar Charaktere, die ich euch schon zeigen könnte? Socialing-Charaktere? Ich glaube nicht. Hey, die Gruselgeschichten, die an der Schule verbreitet wurden, habe ich schon im Internet gesehen. Du weißt schon, die über Schüler, die gestorben sind, zu Geistern wurden und dann Menschen fressen. Woher will man eigentlich wissen, dass sie Menschen fressen? Die lassen doch gar keine Überreste übrig. Hat er recht. Ich warte auf meinen Freund. Wir wollen zu Hakakure. Okay. Die Schülerin schmachtet weiter vor sich hin. Okay. Mich beschleicht das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Oh, von ihr. Dude. So, ihr seht, hier ist unsere Karte. Tada. Wir gehen ins Polonia Einkaufszentrum. Willst du in die Arcade? Ich kann dir von den Spielen erzählen, die es hier gibt. Gerne. Heute kannst du das Quiz spielen oder es mit Omikushi-Maschine versuchen. Das Quiz ist ziemlich schwer, aber damit kannst du dein Wissen verbessern. Was die Omikushi-Maschine bringt, weiß ich nicht, aber sie soll angeblich magische Kräfte abgewehren. Mehr gibt es heute nicht. Okay. Überall sind junge Paare, wohin man auch blickt. Worauf wartest du also? Schnapp dir jemanden!
bist jung. Es gibt keinen Grund, warum du nicht auch einen Schatz haben solltest. Okay, Grandpa. Ah, hallo, sag mal. Hast du die Geschichte gehört, dass sich ganz normale Leute über Nacht plötzlich total verändern? Ja, weiß ich. Naja, klar. Ist ja überall in den Nachrichten. Ach Mist, wie kann ich so blöd sein und das Shampoo vergessen? Ist doch keine Eile. Warte einfach auf den Sale. Ist am Samstag nicht Sale in der Aohige Apotheke? Okay. Ach Mist. Ja, okay, das ist dasselbe. Okay. Ah ja, das ist das Escapade. Kennen wir im Übrigen aus Persona 4, weil da sind wir ja alle mit Reset Party machen gegangen. So, da wollen wir hin. Polizeiwache Tatsumi Ost. Das ist wohl die Polizeiwache. Betreten. Thank you, sir. Oh, these are the guys I was talking about earlier. Detektiv Kurosawa. This is Officer Kurosawa. He helps keep our squad well equipped. And this is from Ikutsuki-san. Really? Sweet! Junpei und du erhalten 5000 Yen. You can't fight empty-handed, so find something you like. Officer Kurosawa has connections. But these things still cost money. Of course they do. Nothing in life is free. Waffen an Minderjährige als Detective zu verkaufen ist immer eine clevere Idee. I realize that. Well, I'll see you later. Thanks again. Vor allem, wenn man so blutunterlaufene Augen hat. About you too. My job is to maintain peace in this city, regardless of the circumstances. I'm just an ordinary police officer. But it doesn't take a genius to know something strange is going on here. I'm only doing what I think is right. Okay. Ich habe nicht viel, du solltest aber finden, was du brauchst. Okay. Ja, und dann bin ich auch schon pleite. Kann ich schon was verkaufen? Ja, den Seelenschnupftabak. Quatsch. Ha, nur 5000 Yen. Ich verschwinde lieber, weil ich jetzt richtig miese Laune habe. Bis später. Junpei ist gegangen. Da ist eine geheimnisvolle Tür in einer stillen Hintergasse. Ah, da bist du ja. Willkommen im Velvet Room. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich erkläre, was ich hier eigentlich mache. Ich erschaffe neue Personas. Deswegen muss ich deine Personakarten fusionieren. Anders ausgedrückt, ich verschmelze sie zu einer einzigen Persona. Die Anzahl der in dir vergrabenen Personas beträgt in etwa 170. Ein Besucher mit so vielen Möglichkeiten gab es noch nie. Wenn du Social Link Links etablierst, kannst du sogar noch stärkere Personas erschaffen. Das sollte sehr interessant werden. Wenn du also Karten sammelst, bring sie bitte zu mir. Wenn du mehr über die Fusion von Personas wissen willst, sprich mit mir, dann kann ich dir ein paar Tipps geben. Wie kann ich helfen? Personas fusionieren? Also wir können ja mal gucken, was könnten wir bisher machen. Apsaras und Angel. Und Nekomata. Und Einhorn. Hm. Ja. Okay. Na dann, bis zu deinem nächsten Besuch. Danke, Fio. Danke, Fio. Sehr freundlich. So. Willkommen. Ach kommt, ein Heilmittel kann ich mir noch gönnen.
Willst du 200 Yen? Ja, gut, ich hab's. Mein letztes Geld. Nein! Ich hab mein letztes Geld verzockt. So, dann gucken wir uns mal in Port Island Station um. Heute ist tolles Wetter. Ja, nicht wahr? Willkommen im Rafflesia. Lustigerweise verkaufen wir hier gar keine Rafflesien, aber glaube mir, so eine Pflanze willst du nicht haben. Okay. Magst du Kinofilme? Ich liebe Kinofilme. Ich auch. Kinofilme sind der Hammer. Ich mag sie, weil sie ein Mikrokosmos des echten Lebens sind. Ah ja. Mann, die Schule geht wieder los. Ich habe absolut keinen Bock. Warum? Ich brauche keinen Grund, um keinen Bock zu haben. Geht doch jedem so nach viel Freizeit. Kannst du mir ruhig glauben. Okay. I believe you. Das Beste an dem Bahnhof sind seine Größe und die Nähe zum Meer. Darauf sind wir sehr stolz. Mir gefällt das sehr gut, dir auch. Ich liebe es. Freut mich, dass es dir auch gefällt.